Wenn man so lange zu Hause sitzt, wie ihr es wahrscheinlich macht, hat man manchmal das Gefühl, dass sich vielleicht Raum und Zeit irgendwie komisch verhalten und krümmen. Aber das ist nicht nur eure Vorstellung, sondern das ist wirklich so. Und zwar können wir einen Laser, können wir auch krümmen, und zwar mit Hilfe einer Flasche. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Wir haben hier die Flasche mit Wasser gefüllt und hier ein kleines Loch reingemacht. Und wie ihr seht, scheint der Laser genau durch das Loch durch. Das könnt ihr hier sehen. Und natürlich geht der Laserstrahl geradeaus. Ist ja klar. Aber jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Flasche aufdrehen und dann das Loch aufmachen. Ihr seht nichts, aber pass mal auf, wenn ich den Finger da reinhalte. Auf einmal fliegt der Laserstrahl nicht mehr geradeaus, sondern um die Ecke rum. Das funktioniert ganz so wie bei so einem Glasfaserkabel. Und warum das funktioniert, das liegt daran, wie das Wasser hier rausfliegt. Das nennt man laminare Strömung. Das heißt, es macht wenig Tropfen. Hier unten ist es nicht mehr laminar. Aber hier oben, wo das so aussieht wie Eis, hier ist es laminar. Und da fließt das Wasser mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung. Der Strahl geht sogar bis nach hier unten. Ah, bis nach da. Komm, schick du näher? Da. Geil. Ja, gut. Vorbei.